Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ein Ligaspiel diesmal und diesmal auch bei mir zumindest live aufgenommen, bei Stomi wahrscheinlich schon ein bisschen öfters. Ja, ihr habt auch schon gerade gehört, den Stomi habe ich heute als Gegner. Hallo Stomi. Servus. Genau. Karte hat er sich Westendnet, glaube ich, ausgesucht, ne? Ja, Westendnet 2. Mhm. Gut, gehen wir mal rein. Ich glaube, da hatte ich sogar schon mal drauf gespielt. Schauen wir mal, wie es wird. So, ich bin bereit. Kannst glücken. Glücken. Dann starte ich mal, ne? Jawohl. So, wir werden uns natürlich auch gegenseitig wieder muten, weil, wie gesagt, hier geht es ja schließlich um Punkte. Wäre es nur ein Freundschaftsspiel, könnten wir nebenbei uns ein bisschen belallen, aber das können wir hier so nicht machen. Nein, 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 nein. Wenn ich meine geheimen Elbenstrategien verrate, dann passt das ja irgendwas nicht. Okay, dann bis denn. So, okay. Wir sind gemutet und wir sind Isengard. Ich sag's mal so. Ich hab nicht mal was dagegen, gegen Stomi eine Rasse zu sein, die ich überhaupt nicht mag. Weil ich mir eh keine Chancen ausrechne. Ganz offen und ehrlich. Die anderen beiden Spiele werdet ihr sicher auch schon auf meinem Kanal eventuell gesehen haben. Ansonsten in der offiziellen Playlist eben von anderen als Schiri und Hauptmoderator. Könnt ihr ja mal reingucken. Die musste ich aber nachmoderieren, weil ich einfach, bei Power Kartoffel war es mir einfach zu spät dann am Ende, das alles nochmal mit einzurichten und loszulegen. Und bei Freezer habe ich zwar aufgenommen, aber ich hatte die falsche Szene. Ihr hättet die ganze Zeit diesen Störungsbildschirm gehabt. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Man war halt sowas von im Flow sozusagen und so gehypt, dass man da natürlich ein bisschen, getüdelt hat und so. So, haben wir. Gucken wir mal. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, immer gleich so einen Start hinzulegen und zu gucken, dass ich störe, ähnlich wie es Geo macht, oder wenigstens zu versuchen, diese Störung aufzuheben. Deswegen nehme ich mir auch immer, anstatt die Heilung, die ich sonst gerne ganz am Anfang nehme, den Kriegsgesang zuerst, um eben da auch gegensteuern zu können, wenn der andere das ebenfalls hat. Mal gucken, wie weit es wird. So. Ja, die legen wir mal los. Gibt es hier eigentlich irgendwas, was ich erobern kann? Hier hinten, da muss ich dann mal ein paar Leute hinschicken. Sah aber aus wie ein Gasthaus, das heißt, das wird nicht so wild sein. Hier unten ist nichts. Na, okay, dieses Gebäude steht. Wir machen mal weiter mit denen hier. So. Holen uns gleich mal noch ein paar neue Uruks. Okay, und gucken mal, wie es aussieht hier. Zwerge, richtig gut. Oder auch nicht. Lalalala. Ja, hier drauf. Was ist das? Sieht aus wie eine Festung. Jawohl, das ist eine Festung. Okay. Gucken wir mal. Kriegen wir leider, glaube ich, nicht hin. Schade. Der Feind ergreift an. Hätte klappen können, tut's aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber, holen uns eventuell doch das Gebäude mal gucken, aber ohne den hier. Die kommen hier hin, so. Das kommt raus, dann holen wir die. Das Gute ist, Stomi konnte mich nicht stören. Das hat ja auch was. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Trolle ist nicht so schön. Was bist du? Da. Ich habe jetzt nicht sehen können, was das ist. Ist aber nicht so wild. So, das ist die Schildwall-Formation. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Okay. Hier können wir auch noch eins hinzimmern. So, hier hinten in die Ecke vielleicht mal ein Sägewerk. So, einmal mal hier hin geballert. Okay. Stück zurück. So, hier gleich mal die nächsten holen. Ja, hier geht auf Angriff. Ja, da kommt er schon. Da kommt er schon mit ordentlich
Gas an. Und auch richtig. Hm. Ja, wie gesagt, Sturmi ist ein Gegner, den zu siegen. Ja, da habe ich mir schon gedacht, das wird schwierig bis unmöglich werden. Alter, wie viel? Meine Fresse ist da schnell. Das neue Gebäude ist fertig. Ja. Bauen wir noch eine Kugel hin. Ja. Okay, das wird, glaube ich, die schnellste Runde von allen werden. Lalalala. Aha. Okay. Ah, toll. Ja. kurz und schmerzlos. Ähnliches habe ich nicht, anderes habe ich nicht erwartet, sag mal so rum. Ja, das war auch klar. Da kommt Nachschub. Isengard ist jetzt auch nicht meine Stamm- und Fachspezies. Merkt man sicher, aber ist okay, ist okay. Einer der Schmelzöfen wird angegriffen. Das Gebäude ist fertig. Der mäht mich so schnell nieder. Ihr wisst, was zu tun ist. Komm schon, aber was willst du machen? Gehört halt dazu. Verteidigt das Lager. Sie greifen den Baumeister. Sturmi hat ja auch, muss man ja auch ganz offen sagen, auf jeden Fall die, schon wieder platt. Kaum war er raus, war er platt. Kriegen wir vielleicht Lotsen raus. Ah, sieht nicht so aus. Ich will das mal hier im Augenblick behalten. Aber ich glaube, das wird nichts mit Lurz. Die Hälfte haben wir und hier sind wir über die Hälfte. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Meine Festung fällt gleich. Obwohl. Vielleicht kriegen wir Lurz noch raus. Und das ist ja schon mal was. Kann der da hier noch ein bisschen mit weghauen? Ja. Okay, Lurz, mach. So, du machst hier. Überlass den da mir. Wer hat die Festung verteidigt? Schneller! Ja, hau mal ab, Lurz! Hau mal ab! Bewegung, Urukai! Ja, einmal auf defensiv gehen. Schadet ja nicht. So. Sie greifen einen Schmelzofen an. Verdammt, da oben ist ja auch noch was. Wir wären dann fertig. Macht, was euch befohlen wird. Lalalala. So, ich habe übrigens Lurz natürlich absichtlich in die andere Richtung geschickt, um wenigstens ein bisschen abzulenken. Macht dich nützlich. Das schadet ja manchmal nicht. Haltet eure Waffen bereit. So, jetzt wollte ich mal gucken, was ist das hier? Sehe ich immer noch nicht. Niemand stellt sich uns. Lalalala. Da ist ihr Lager. Da hat er sein Lager. Der Schmelzöfen wird angegriffen. Beeilt euch. So, jetzt hat er mittlerweile mitgekriegt, dass ich hier rum, hinten rum gurke. Ist auch schon mit seinem Helden unterwegs. Während Lurzi. Ja, komm. Hau hier halt drauf. Mist. Ja, naja, so endlich ist das auch nicht, aber okay. So, haben wir noch einen Baumeister? Hier haben wir noch einen Baumeister. Dann gehen wir noch ein Stückchen hoch und holen uns das Gebäude hier. So. Lalalala. Bitte. Nein, verdammt. Hätten ein bisschen näher ranbauen müssen. Naja, gut. Ja, kurz und schmerzlos, wie ich es erwartet habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hab nichts anderes erwartet gegen einen Gegner wie dich, muss ich zugeben. Aber es ist auch okay. Es ist auch okay. Einer muss immer der Sieger sein. Insofern, wie gesagt, gut gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Hoffen wir, dass das Rückmatch ein bisschen länger dauert. schauen wir mal. Darf ich sagen, ich glaube, deine Festung war sogar unter 5 weg. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, man merkt da schon den Unterschied zwischen uns beiden. So, ich speichere mal ab. Das war Runde, war das Runde 2? 3, glaube ich, ne? Runde 3. Wenn du es abspeicherst. Hm?
Reicht, wenn, genau, es reicht, wenn ich es abspeichere. Stormy versus Black. So. Einmal gespeichert. So. Errichtete okay. Gebäude. Ich ja. 15, du 14. Verlorene ich 0, du 11. Naja, was willst du machen? Wie gesagt, ich habe nichts anderes damit gerechnet. Natürlich sollte man auch immer auf, sag mal, nicht auf das spielen, was man rechnet, weil wenn man immer sagt, ja, das schaffe ich sowieso nicht, ja, hat man natürlich immer mehr an Hintertreffen. Allerdings, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Gut, gucken wir mal, vielleicht geht es im Rückmatch, das ja dann in Folge, warte mal, in Start, 1, 2, 3, in, ich glaube in Runde 18 ist, vielleicht geht es da ein bisschen anders. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.